Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Fuchsboon, der Levelreihe von Fuchs und Moonboon. Hallo Fuchs. Hallo Moonboon. Wir sind angekommen bei Elodor, haben alles fertig gequestet hier oben im nördlichen Teil des Schattenmondtals. Sind Level 91 mit 86%, ich zumindest. Ich bin bei 79. Ja, nice, dann sind wir nah zusammen. Mhm. Wir waren in der Garni und haben uns diesen garstigen Trank gekauft für 100 Ressourcen, der unsere gewonnenen Erfahrungspunkte um 20% erhöht. Und den baller ich mir jetzt mal voll rein hier. Nice. Voll reingeballert. Und jetzt gehen wir durchziehen und nutzen den Trank voll aus, oder? So sieht's aus. Ich folge dir. Folge mir. Was macht Monster unten mal diesen Lotus? Oh, lol, was machen die da? Ach, die kämpfen da mit jemandem. Crazy. Crazy Motherfucker. Wir schnappen uns den Lotus. Frostwurzel-Lotus. So sieht's aus. Von diesem Frostwurz habe ich übrigens nie genug bei mir. Mit Moonboon. Ja. Falls du da was übrig hast, kannst du mir gerne schicken. Nee, ich brauche die ganzen Sachen nur selber. Für dieses Handwerkshaus da. Für den Handelsposten? Ja. Ich habe von allem mehr als genug, auch für den Handelsposten. Nur vom Frostwurz-Crap. Das fehlt mir ohne Ende. Das muss ich mir immer mal Haar kaufen. Ey. Regt mich voll auf. Oh, leck, ich bin Schatzjäger. Wupp, wupp. GZ? Dito? Oh, GZ? Jetzt habe ich auch lange gebraucht, bis ich es geschoben habe. Die verfolgt übrigens ein Zwielichtflusspferd oder sowas. Und jetzt bekommen wir nämlich hier schon 24.000 Erfahrung. Ist echt geil. Was ist denn das? Ah, Ressourcen. Jo. Nice. Wir checken uns hier oben gleich noch diesen Ding mit. Ab. Diesen Flugpunkt. Flugpunkt! Auf der Map ist hier angeblich ein Rare-Mob da vorne irgendwo. Da könnte einer sein. Da ist er, da ist er. Ist er da? Ja. Ach fuck, du bist jetzt ganz woanders, gell? Nee. Kann ich angreifen? Ah nee, ja, ich kann ihn one-hitten. Ich warte noch auf dich. Okay. Hey, warum geht's nicht? Warum ja. Geht's nicht? Ah, er hat Leben. Ach, er hat zu viel Leben auf einmal. Jetzt geht's. Aber dafür jetzt. Hast du jetzt echt den Flugpunkt schon geholt? Ja, ja. Du bist ein Bengel. Soll ich jetzt da so schnell hinkommen? Ich komme nicht hoch. Ich schon. Scheiß Erich. Ja, weil er so, vier Beine hat. So wendig der Bengel. Pfad des Lichts. Okay. Ja, hab ihn. Sehr gut. Dann schnappen wir uns den Flugpunkt da vorne noch und die Quests. Oh ja. Da könnte wieder ein Rahmob sein. Oh, da ist er. Oh nein, nicht der. Der müllt bloß das Inventar zu. Hä, der backt gerade voll rum, oder? Ja, der ist entkommen. What a crap. Mach mal nix. Ich mach nix. Heißt, der castet irgendwas? Ja, scheu. Noch 4 Sekunden. Vielleicht resettet er dann. Jep, und er ist er weg. Ist er gar nicht mehr da. Nice. Wohnt er jetzt da hinten? Oder nicht? Schienerie. Hm, das wäre schön gewesen, gell? So ein cleverer Fuchs. Back da einfach weg, du. Oh. Das Draquarium. Maruns Huf. Easy. Oleg, da gibt's auch einen Flugpunkt irgendwo. Da. Jo. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder eine Quest übersehen. Da drin, oh Gott. Nicht nur du. Prälat Rhinu. Reisender, gehabt euch wohl.
Willkommen. Die Hufe können wir uns gleich mal abchecken. Sucht Fionas Karawane. Oh, er leckt, da packt er der Kernhund aus, der Random. Oh fuck, wo bist du? Völlig andere Richtung. Lol. Bist du da runter? Ja. Auf einmal ist er in Nahkrant. Ich glaube, ich werde verrückt. Warum in Nahkrant? Bist du auf dem Berg oben? Wir müssen ja auf den Berg hoch. Für die Hufe. Alter, wo bist denn du? Wo bist denn du? Ich bin bei Maum, wo wir hin müssen. Bist du da hingeflogen oder so irgendwas? Nee. Wie bist du so schnell? Ich weiß nicht. Ist der Kernhund so... Ach, du bist Pala. Hat er noch diesen Buff? Kann gut sein. Too easy. So, da vorne ist ein Rahmob im Wasser. Ein Mob ist im Wasser, Herr Fuchsbock, Herr Fuchsbock. Oh, leck der, ja. Hast du jetzt eine das Nilpferd gekauft? Nee. M-m. 50.000 ist mir nicht wert, ganz ehrlich. Doch schön, so ein Nilpferd. Nee, ist nicht. Nur so ein Ding als Mount, das ist spott hässlich. Außerdem, das vom Stall sieht doch genauso aus, oder? Ja. Aber da geht's ja auch um die Herkunft. Oder um das reinrassige und ob's... Ob es einen Adelstitel hat, also. Krieg ich eigentlich auch mal Loot für mich? Oh, leck, ein Schild gibt's da für dich. Oh nein! Das stimmt. Ich muss unbedingt der Erich aus der Leiste, in die Leiste ziehen. Ich vergaß. Dann geben wir doch hier gleich nochmal die Quest ab, weil ich glaube, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Aber geben wir es einfach mal ab. Weil von... Also das wird jetzt dann der 400er. Und von... Also beim Fuchs und beim Rosawal habe ich jedes Mal da unten die eine Quest vercheckt. Und ich habe es nie gerafft, wo die ist. Okay. Dann muss man doch dann so Zutaten in so einen Kessel reinschmeißen. Ach Gott, ich hasse so einen Scheiß. Weißt du, was ich lustig finde? Hm? Wie beim Kernhund das Schwänzle hinter wackelt, wenn er läuft. Ich kann nicht aufhören hinzugucken. Wie so ein Scheibenwischer. Fuck. Der Scheibenwischer Kernhund. Die jetzt da vorne, diese Quests. Ich bin durchdreht. Weißt du, wo sie zum ersten Mal auf die Idee gekommen sind? Wie kann ich euch helfen? Garstiges Pandaria auf dem Halbhügelmarkt, wo du beim Gen Bier brauen musst. Das kann gut sein. Auf jeden Fall steht jetzt hier schon wieder irgendjemand mit seinem Kernhund da und das ist wieder so fett. Alter, geh mir halt auf den Piss mit dem Kernhund. Wir müssen jetzt erstmal was sammeln, oder? Ja, da unten. Steht schon wieder jemand mit dem Kernhund da. Fuchs. Aber was ist da oben noch? Ach, die Sumpfleute sind ja in der Höhle drin. Oh nein, der Kern ist zu fett, der passt nicht zwischen den Bäumen durch. Bläh. Oh, leck, fliegen da viele Fliegen. Mhm. Wir fangen viele Fliegen, 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 Fliegen wie die Sieger. Wir sind Sieger, wenn sie fliegen. Bam, 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 badam. Oh, leck, Level 92. GZ. GZ. Oh, leck, und ich krieg verstärkte Transzendenz. Toll, geil. Die Fähigkeit, die ich nie benutze. Das hat sich ja echt gelohnt zu leveln. Naja. Irgendeinen Sinn wird schon haben, warum du das du bekommst. Vielleicht, dass ich sie benutzen soll. So sieht's aus. Was machen wir eigentlich? Ja, die große Fliege hier töten. Okay. Oder one-hitten. Okay. Was bringt jetzt das? Ich muss mal lesen. Die Abklingzeit von Transzendenz ist um 35 Sekunden verringert. Transzendenz-Transfer ist jetzt ein Spontanzauber. Oh, wow. Oh, echt hat die strong. Flussbestie vielleicht schon gleich das Herz dabei? Nö, natürlich nicht. Scheiß Flussbestie. Müssen wir die ganzen Kleinen hier töten, oder was? Ja.
sterbe jetzt, du Bengel. So, dann hier währenddessen noch die Dinge hier einsammeln. Die Flussbestien immer schön töten. Ich habe voll. Ach, die Blumen hier müssen wir auch einsammeln. Mhm. Nice, die leuchten so schön hell. Das haben sie voll gut gemacht. Ich sehe alles, was ich looten muss immer. Dann können wir hier gleich die Quest noch annehmen. Mit den Mangrosas, wie sie heißen. Weißt du noch, am Anfang, du hast mir voll Angst gemacht, dass man später voll die Quest kriegt mit kleinen Gegenständen, wo man nicht sieht zum Looten. Ja. Du hast mich voll verarscht. Ich habe alles gesehen. Also ich habe dann diesmal viel zu wenig gesehen. Also ich weiß nicht, ich bin teilweise ein bisschen... Echt? Also ich habe oft nichts gefunden, ja. Ich hab's Herz. Sehr gut. Was brauche ich denn jetzt hier noch? 0 von 5 irgendwas. Wir müssen jetzt hier noch diese Dinge hier töten. Die da. Nee. Macht keinen Sinn. Wo ich einfach nicht gefunden habe. Die großen braucht man nicht, Bro. Ich töte einfach alles. Tränor muss gereinigt werden. Von was denn? Von allem Übel. Meinst du? Ja. Yeah. So, da hinten ist gleich nochmal Raumob. Giftschatten? Nein. Nein. Leck, zum Glück hat er jetzt der Erich ausgepackt. Und you're going down, Giftschatten. Oh, Leck, der hat aber viel Leben noch. Der geht noch nicht down. Komm schon. 149k. Sagt er jetzt danke, Freunde. Brennen der Hölle. Bitte schön. Und Lederstiefel, die ich nicht brauche. Nice. Wenn ich jetzt im Wasser aufmache und packt er den Erich aus, gell? Ja. Leck, ist das geil. Nimm mal hier oben noch die Quest an, Muni. Was? Die Quest machen wir noch nicht. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Da schläft ja jemand. Ist momentan noch Zeitverschwendung. Bist du jetzt nach Norden geritten wieder, gell? Ja, jetzt abgeben und dann müssen wir nämlich sowieso dahinter. Was machst du? Flussbestienherz. Ah. Hast du das? Ja, das hat mir noch gefehlt. Möge das Licht euch segnen. Oh, leck, ich bekomme was Blaues. Episch. Was? Epische Hosen. Naja, selten würde ich sagen. Wir haben geöffnet. War episch ist lila. Hab ich doch. Bei mir sind deine blau. Im Chat. Tschüss. Müssen wir jetzt das machen? Ja. Weiß ich nicht. Schau's da an. Ah, das sind sie echt episch. Ich bin bereit, Fiona. Also, was will sie? Oh Gott, ich kann das nicht, Fuchs. Das ist außer Verschwendungsquest mit unserem Trank eigentlich. Hm. Zeit, mit dem Brauen zu starten. Sagt ihr bitte das gleich jetzt? Ja. Wie wäre es, dass sich bewegt und herumschlängelt? Ist das da? Gut gemacht. Immer. Etwas Gefährliches, zum Beispiel etwas Giftiges, das ist das Getränk. Perfekt. Fleischig. Das sich bewegt und herumschlängelt. Nochmal das da. So muss es sein. Etwas Gefährliches, zum Beispiel etwas Giftiges. Nochmal das Getränk. Ist das geil, immer dasselbe. Etwas Fleischiges. Oh nein, nein, nein. Komm schon, Fiona, das reicht jetzt. Nice! Wir haben es geschafft! Musst du deinen Typen am Boden da anklicken? Hä? Der Goldzopf. Ah! Hä, nee. Nein, wo? Ach, da. Ah, Quest beenden. Und 3 neue. Rettet die vermissten Reisenden. 4 neue sogar. Tötet 5 Dingsbums. Seid herzlich gegrüßt. Trefft den Wichser.
Was willst du? Ich hab, was ihr braucht. Sammelt den Bengel. Okay. Und da suchen wir nämlich dahinter. Wo wir eigentlich, weißt du, wo wir gerade die Quest dafür bekommen haben? Ah. War da, da wo es einen Bienenstock gibt? Mhm, richtig. Nice. Oh Gott, ich muss den Erich auspacken. Warum kann ich nichts... Oh nein! Ich hab's verkackt, Fuchs. Tut mir leid. Mit was? Nein! War das wirklich Zeit? Ja, warum kann der Erich nicht mehr auf dem Wasser laufen? Ist er betrunken? Hast du mit dem Schaden bekommen? Hat er Spülmittel an seinem Pfötchen. Jetzt hat... Weiß ich nicht. Ah, oh, kommen wir jetzt in das schöne Sumpfgebiet hier? Ja. Oh, das ist so schön. Leck, was machst du? Du tötest ja schon alle. Ja, ich habe nicht so viel Zeit wie du. Warum nicht? Alle down. Muss man noch, was muss man hier? Muss man ganz viel machen, gell? Hier muss diese Pflanzen looten, diese Steine auf diese roten Dinger draufschmeißen. Was? Ja, auf diese, roten, auf diese roten Pflanzen da am Weg. Dann müssen wir noch Mobs killen, Leute helfen und dann da hinten noch den Boss besiegen. Also, the daily shit. Also das meiste habe ich verstanden. Nur das mit dem Steine werfen, nicht auf die da. Habe ich schon gemacht. Oder mache ich schon. Oleg, okay. Da ist jemand. Oh. Weißt du, wir müssen 1000 Sachen machen und ich greife den einen Mob an, den wir nicht brauchen. Das ist natürlich nicht schlecht von dir. Aber alles erledigt, weißt du? Das ist easy. Ich folge dir mal unauffällig. Mhm. Oh. Wow. Quest beenden. Nice. Das war das mit den Steinen. Ah, sehr gut. Ah, ich sehe schon, du klärst. Soll ich irgendwas töten so lange hier? Nee, noch nicht. Kannst du die Quest abgeben? Den brauchen wir auch. Die Quest annehmen. Und jetzt können wir dann den Typen erschnitzeln. Halt. Öffnet euer Herz. Quest beenden. Tötet den Dinosaurier. Okay. Die ist doch alles easy. Geh da down. Die kleine Quest beenden. Ah. Den Erfolg abchecken. Den Bienenstock da hinten mitnehmen. Halt, will ich den Erfolg abchecken? Ja, halt diesen Questfortschritt. Ah. Hm. Aber warte, ich habe jetzt da oben noch... Ja, wir müssen da noch die Pflanzen noch holen. Jungwurzel. Mhm. Okay. Bienenstock. So geil, wie sie dich dann alle angreifen. Ich finde es aber trotzdem schade, dass man den Bienenstock nicht auf andere Charaktere schmeißen kann. Oh, das wäre zu geil. Aber du weißt ja nicht, ob die anderen vielleicht allergisch sind gegen Bienen. Das ist ja mal wurscht. Was? Mhm. Hallo? Geht's noch? Das ist ein Spielmuni. Leck, können wir die alle töten hier? Boah, meine Mission ist fertig! Gut. Eltaren, den müssen wir auch noch heilen. Hm? So, ich bin jetzt hier fertig. Nee, ich brauche noch... Ich habe 4, 5, 8, genau. Okay. Dann machst du hier die Blumen wahrscheinlich noch. Ja, hab's. Hä, jetzt tut's... Ah, ne. Okay. Gehen wir hoch, oder? Oder gehen wir runter? Abgeben. Norden. Ja, ich würde sagen, wir geben jetzt hier ab und dann gehen wir zum Excalibur. zum Excalibur. Das heißt so? Der heißt Exarch Maladar? Oder meinst du jemand anders? Das Schwert meine ich. Was? Das Schwert, wo im Felsen drin steckt? Ja, das weiß ich schon, aber hier gibt's kein Excalibur in World of Warcraft. Das heißt Excalibur. Mhm. Aber du hast ganz genau gewusst, was ich meine. Den Exarchen.
Nehme ich mal stark an. Das ist aber kein Mensch, wo ich meine. Meinst du ein Kristall? Müssen wir wieder mit dem Kristall reden? Ist das, was du mir sagen willst? Nee. Müssen wir mit dem Schwert reden? Hey, wie geht's euch? Was? Schönen Tag auch. Eigentlich hast du das noch nie gemacht. Ich habe, wonach ihr sucht. Lol, ich will jetzt so lachen, wenn du es noch nie gemacht hast. Oleg! Gefolgt dem Führer habe ich gekriegt. Achievements! Wir haben geöffnet. Hey, ich hatte hier gerade noch eine Quest, jetzt ist sie weg. Okay. Also EP geht jetzt 19 Minuten 20. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Das ist super mit dem Trank. Schon wieder 25%, so hart. Wo bin ich 92 geworden? Da unten vorher. Ist krass. Wie viel Prozent bist du jetzt? 25. Ich bin bei 19. Gibt's jetzt 92, Fuchs? Du sagst nie was, wenn du Level up hast. Ja, sorry. Was hast du gekriegt für eine Fähigkeit? Schild des Rächers. Das ist ja gut. Noch, Tank-Ding, noch zusätzlich oder? Zwei Ziele, ja. Die Eier musst du wahrscheinlich auch selber sammeln, oder? Ja. 1 von 14. Ach komm, leck mich doch. Was ist denn das für ein Bitte Crab? Schnell. Da unten liegt noch eins, da oben liegt da hat man eins. Wenigstens was zu tun. Als hätte ich nichts zu tun. Neben mir steht mein Abendessen. Was gibt's denn? Nudeln mit italienischer Tomatenkräutersoße. Bei mir gibt's gerade einen Flammkuchen, eigentlich. Und wo ich dir vorhin geschrieben habe, habe ich den schön oben reintan. Und seitdem chillt der da noch drin. Der ist wahrscheinlich schon wieder verbrannt. Nee, ich habe ihn oben ausgeschalten. Oh fuck, ich hätte ihn kürschen können. Doch nix. Ich bin schon aufgemountet, hey. Gehst du mir etwa in die Eier, Fuchs? Alter, wie ich das vermisse, einfach aufgemountet zu looten. Ja, und oh, man könnte den Kristall benutzen. Was für ein Kristall? Oh, das war nicht gut, glaube ich. Dieser Stahl ist einfach das Beste im WoW. Der Stahl ist OP. Und der Vogel. Aber beim Stall, leck, habe ich heute geraged wegen Stall. Heute Morgen. Weißt du, ich habe gedacht, bevor ich arbeiten gehe, logge ich mich schnell ein und mache noch meine Daily Quest da in der Crew oder so. Und auf einmal habe ich im Stall 6 Quests. Hätte ich mich heilig verarscht. Hast du jetzt jeden Tag? 6 Quests. Kriegst du jeden Tag deine 120 Garnisonsressourcen. Ja, das ist nicht schlecht, gell? Ich wusste gar nicht, dass der Stall das auch gibt. Stahl bringt er mit am meisten. Und vor allem, was ich cool finde am Stahl, der kostet, wie viel kostet der Stahl? 300? Nee. 150? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn du den Stahl baust, dann hast du voll schnell das Zeug wieder drin. Ja. Also. Ja, weil die Fun-Quests geben ja schon 50. Ne? Richtig. Aber einfach halt eben die. Aber wann kriege ich denn die Bengel als Mount, richtig? Weißt du das? Ja, das kommt drauf an. Also ich glaube, in Eber und in Wolf kriegst du, glaube ich, nach 7 Tagen oder so. Und die anderen nach 11 oder so, 11, 12. Oh, das ist ja cool. Das ist ja relativ schnell. Habt ihr mal irgendwo eine Seite gefunden, was drin gestanden ist? Was habe ich jetzt? Was fehlt jetzt noch? 0 von 1. Ja, die da. Ah! So. Und jetzt kommt zum Excalibur. Das Excalibur war gerade über deinem Kopf, ich hab's genau gesehen. Echt? Eier brauche ich noch. Eier brauche ich glaube ich auch noch 2 Stück. Was ist da in dem Nest? Ne, die kann man nicht looten. Hä? Da ist eins. Bist du das, wo der gerade kämpft? Nee. Oh. Fuck, ich brauche noch eins. Ich sehe keins. Das gibt's doch nicht. Hier ist noch eins. Ah, hier ist auch noch eins. 73.000 Erfahrungspunkte. Leck mich fett. Mhm. Was hat man vorher gehabt? 25%? 36. Alter, ist das geil. Geht das schnell?
Ich lauf zum Pfeil auf der Minimap. Was ist da? Was ist das? Excalibur. Excalibur? Was macht's hier? Der Heil der Urtürme beginnt zu erwachen. Hast du das noch nicht gemacht? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Was bringt das? Das sagt er zu mir, du meinst bestimmt den Typen. Ah, das bringt ja nur ein Trash-Item, bringt das. Oh, jetzt kommt ein Krieger und chargt schon seinen Baum an. Ich glaube, ich spinne. Glaub dem raste Blogger. Ein zweites Uhrturm greift in den Kampf ein. Oh, leg. Wo ist? Das ist da hinten. Ah, ne, das da. Schupp. Ein drittes Uhrturm. Leck, wie viel gibt da jeder? Ich weiß gar nicht. Das war ja gerade strong. Ich hätte mir das für den auch sparen sollen mit dem One-Hit, ne? Und der andere hat gerade 1000 gegeben, habe ich gesehen, glaube ich. Was bringt mir das jetzt? Garnisonsressourcen. Torwartsklinge. Aber echt? Was? Garnisonsressourcen und 23 Gold strong. So, sind wir oben auch fertig. Und jetzt gehen wir nach zu den Begräbniswäldern. Nahkant. Gehen wir nach Nahkant. Ist das weit weg? Es geht. Da, wo jetzt das Fragezeichen ist? Ja, halt nach. Im Zwielicht. Okay, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Ja. Und sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Denkt bitte dran, das Video zu bewerten und zu kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Ich bin Muni. Und ich bin der Fuchs. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss.